Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Ich bin mal kurz in Skyhold, weil ich habe gesehen, wo ist es denn hier? Ich habe da ein bisschen was für die Vivienne fertig gemacht und ich muss jetzt mal mit ihr reden. Es hat übrigens ziemlich lange gedauert, bis ich sie gefunden habe. Sie ist hier oben im Thronsaal oder über dem Thronsaal auf einem Balkon. Da steht sie, die gute Frau. Und ich habe auch mal ein bisschen gecraftet, das zeige ich euch dann, wenn wir wieder im Kampf sind. Also erstmal, liebe Frau. You've made such intriguing design choices for the castle, my dear. They must be inspired. Thank you, Vivienne. I'm glad you approve. When things have settled down a bit, I will take you to Valroyo and introduce you to my seamstress. And appearances are important. We can't have you mistaken for a commoner. Ich habe eine geile Rüstung, das werde ich euch noch zeigen. I can't let them think Andraste's herald is hung up on material things. Of course not, my dear. But you also can't allow the powers of the land to think you run this organization on prayer alone. Was ich nicht mache. You command an army of the faithful, outfitted by the coin of the nobility. You must be a man who the common folk aspire to be and to whom the nobility bow. And you think I can accomplish this purely through fashion? It is a weapon in your arsenal. Don't overlook it, my dear. As the stories of the Inquisition spread, more and more people will wonder if you are the man they say you are. They will question what they've heard, but they will believe what they see. They must see someone greater than legends. If that's your standard for me, what does the Divine have to live up to? Andraste and the Maker cast very large shadows. The Divine absolutely must set the example for all Thedas. She must seem to be the embodiment of the Maker to the faithful. She needs the authority of the Maker and the charisma of Andraste. It will be no small task to fill that vacant throne. So, das war aber erstmal gar nicht das, um was es eigentlich ging. You walked physically through the Fade. Schauen wir mal. Please tell me what you remember. Erst einmal eine schöne Kameraperspektive. So. Es war nicht das erste Mal. Es war horrible. Es war voll geil irgendwie. I've heard stories about the dangers of the Fade, but I've never actually seen them before. No one else has physically entered the Fade since the Magisters assaulted the Golden City. Oh, I'm positively envious right now. Hätten wir sie nur noch dabei gehabt, aber das gleiche habe ich auch übrigens so das gesagt. Any chance we might? Nein, das nicht. Funktioniert eh nicht. Oh, it's done. Your lost books have been found. I never doubted you, darling. You always get results. Sehr schön. So ist das abgeschlossen. Also ich finde ja übrigens, also mal davon abgesehen, dass es ein bisschen arg offen ist, hier oben ziemlich cool, ja? Also mit Bettchen und eine kleine wilde Ecke. Ach, eigentlich geil. Finde ich schön. So. Jetzt aber zurück. Ja, hier ging es rein. Da unten. Also ich habe echt Google fragen müssen, wie ich denn hierher komme. Das ist jetzt ein anderer Weg. Das ist... Ach, in der Mitte von der Halle. Da komme ich da hoch. Ansonsten bei auf der Ebene von Dorian, da wo der steht. Da gibt es auch eine Tür, da kommen wir dann auch dahin. Jetzt habe ich hier noch jemanden zum Richten. Machen wir das auch noch schnell. Mal schauen, wer das jetzt ist. Mistress Pullin of Sarnia is accused of aiding and abetting the Red Templars in the Dales. She sold a quarry to them for a handsome sum. They used the quarry to grow red lyrium by enslaving townspeople. The only extenuating circumstance, Mistress Pullin was procuring supplies to keep the remaining townspeople fed. Sag mal, das war doch... Ja, das war doch die Frau, die das am Anfang gar nicht besser wusste, oder? If you'd like to explain your intentions, speak. My crime was misjudgment. The land sale was meant to bring prosperity in hard times. Na eben. Surely it was clear you were selling to the enemy. We were starving, and they told me they'd reopen the mines. Selling the quarry so hastily was a mistake. I did what I could to rectify it. Ähm,
Nee, ich glaube, die Frau ist ernsthaft unschuldig. Die wusste es nicht besser. Put her to work. Worauf läuft das denn hinaus? Das auf keinen Fall. Nee, ich bin der Meinung, die ist frei. You made decisions without knowledge of whom you dealt with. That makes villains of anyone. You're free to leave, but don't appear before us again. No, your worship. Never. Thank you. Wie sie da rumzappelt. Ja, es ist gut, jetzt geh einfach. Bevor ich mir's anders überleg. Ha. So, noch was? Nein, nichts mehr. Na gut. So, jetzt muss ich hier nochmal schnell hin. Ich habe gesehen, irgendjemand ist da schon wieder in der Zwischenzeit fertig geworden. Während ich da den Weg zur Vivian gesucht habe. Gleich nochmal Aufgaben verteilen. Das schaut ganz gut aus, also. Die War Table, die leert sich. Bis auf die wichtigen Sachen. Also hier, da sieht man schon rechts in Ferelden. Da habe ich schon ordentlich aufgeräumt. So. Resources. Resources. Ja, das hat sich ja gelohnt. Die Dinger bleiben wahrscheinlich ewig da. Was haben wir denn hier? Frostback Basin. Jetzt machen wir erstmal das hier noch durch. Jo. Let us begin. 5 Minuten. Gather Coin. Nee. Das ist so ein Ding, was auch ewig da bleibt. Nehme ich mal an. Und dann machen wir das. Let's see what we have. Genau. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt, aber ist Wurst. Ich wollte noch mal einen kurzen Überblick über das geben, was wir denn jetzt hier da noch zu tun haben. So an richtigen Quests. Aber jetzt erstmal zurück nach Sarnia, genau. Und zwar, aber hier müssen wir Sachen zurückgeben, das mache ich nicht. Ich will eigentlich, genau, da ging es weiter. Und ich nehme die Vivian mal wieder mit. So, die habe ich nämlich frisch ausgerüstet. Die hatte vorher schon was ziemlich Cooles zum Anziehen, also optisch vor allem. Aber das jetzt, das ist nochmal ein Zacken auffälliger. Aber einen Moment. Ich habe auch neue Waffen für unseren Helden gemacht, für den Blackwall, für den Bullen nicht, das hat sich nicht gelohnt. Neue Rüstungen, also wir sind alle jetzt gut ausgestattet. Das dürfte jetzt ein bisschen besser gehen. Oh, und eine Sache fällt mir noch ein, das muss ich gleich umstellen. Das habe ich in den letzten zwei Videos voll vergessen. Moment. Zwar, na komm schon, Spielchen. Na? Da sind wir. Ruhe ist. Zwar den Schwierigkeitsgrad. Ich habe für die Sessions, die ich ohne Aufnahme spiele, einfach nur um schnell diese Gebiete durchzuarbeiten. Weil ich habe das ja schon mal gespielt, also dann drum traue ich mich das jetzt hier einfach mal nur so schnell durchzumachen. Hab ich die Schwierigkeit runtergestellt. So. Jetzt aber, liebe Vivian, jetzt zeige ich euch mal meine Leute hier. Und na, ist ja wurscht. So, Blackwall schaut jetzt aus wie ein richtiger Krieger, nicht mehr so bunt. Ja, Vivian, oh, dieses Rot und dieses Gold. Das schaut schon ziemlich scharf aus. Und die entsprechende feminine Form hat sie natürlich auch. Und danach hier unser Bull, ist auch so ein richtiger Büffel. Ja, und der hier jetzt. Ist nicht mehr ganz so pompös wie die Rüstung, die ich vorher hatte. Die hier, ja, die ist eher mehr so golden und, ach. Ja gut, der schaut auch irgendwie doof aus, um ehrlich zu sein, aber ist auf jeden Fall ein wenig besser. Zudale. Ja, mit diesem Ding da oben habe ich hier noch da diesen Oculus Rift, da müsste ich eigentlich noch irgendwas finden hier. Oh, nein. Ich will doch gar nicht da runter, ich will da rüber. So, jetzt. Naja, ich hätte auch runtergehen können. Obwohl, so von hinten, ne? Breite Schultern hat er ja, unser Held hier. Der Tyson. Nicht schlecht. So. Hier, der schöne Hüftschwung unserer Zauberin. Ja, so laufen alle Frauen hier. Außer, ich weiß gar nicht, Zwergenfrau? Kann ich nicht sagen, habe ich noch nicht gespielt. Aber warte mal, da sehe ich gerade noch, ich muss noch Level-Ups machen.
Ach ja, und ursprünglich, ach, ich wollte die Vivian eigentlich zurücksetzen. Was habe ich denn? 6 Punkte. Ah, schlechtes Timing. Na gut, dann mache ich jetzt hier erstmal auf Eis. Ich möchte die gerne auf Feuer spezialisieren. Larger Wall. Oh, das hört sich witzig an. Eisrüstung. Blizzard. Da will ich eigentlich hin. So, Blizzard continue without your having to sustain it. So, mein Fate Step. Effekte. Ice Mine. Das ist praktisch für die Gegner, aber ich komme damit irgendwie gar nicht klar. Ich glaube, sowas, da möchte ich mich einfach nicht drauf konzentrieren müssen. So, Revive kannst du auch. Würde ich gerne noch hingehen. Dann machen wir das so. Okay. Jetzt aber hier wieder unser Held. Der geht vor. Das ist jetzt hier eine der Nebenaufgaben. Learn her next move. Ich hoffe mal, das bringt mich so ein bisschen in die Richtung, wo ich eh hin will. Ich muss jetzt auch wieder fleißig solche Sachen sammeln. Hey, ich habe jetzt so viel weggecraftet. Na gut, so. Da rechts scheint was zu sein. Das sind nur diese Sachen. Irgendwo hier muss doch ein Hinweis versteckt sein. Ich glaube, da wollte jemand einen Hinterhalt für irgendjemanden legen. Ich bin mir da auch nicht mehr so hundertprozentig sicher. Hier. Quest completed, das war's. Let us home. Del, it's over. It's done. I got him. I'm going back to my old camp to pick up the letter I left for you, and then I'm leaving this horrible place. I don't have to skulk around anymore, hiding behind trees and erasing my tracks. I'm free, and I'm coming home. Ja, ich schätze mal, das hat nicht ganz geklappt, weil ihren originalen Brief haben wir ja gefunden. Also ist ja doch unterwegs noch irgendwas passiert. Naja. Aber wir müssen hier hoch, dieses pompöse Schloss. Oder Burg. Da geht's nicht lang. Und zwar eben, um diese roten Templer zu vertreiben. Die sich ja hier in diesem Steinbruch eingenistet haben. Mit allen Pennergesichter. Die Frau haben wir ja gerade freigelassen. Weil ich bin definitiv der Meinung, die wusste es der Situation einfach nicht besser. Das glaube ich einfach. Und wieso soll ich sie da... Ich meine, put her to work. Ich wusste halt nicht, was da passiert. Aus Neugier hätte ich es vielleicht machen sollen, aber ich bin der Meinung. Das ist in Ordnung, wenn wir sie freilassen. Das passt. Da muss ich auch jetzt nicht hier unseren Helden irgendwie übermäßig böse sein lassen. Das ist schon richtig gewesen. Jetzt würde es mich aber mal interessieren, ob ich hier irgendwie annähernd richtig bin. Auf jeden Fall stimmig beleuchtet. Aber das hilft natürlich auch nichts, wenn ich da hoch will. Ja, meine Liebe, du musst hier mal was beleuchten. Zack. Jetzt gibt es dann hier eine Rune zu finden. Gehen wir mal davon aus, dass es eher nach oben statt nach unten ist. Hier ist es nicht. Hier außen auch nicht. Hier oben auch nicht. Ja. Also muss es ja doch irgendwo da drin sein, oder?
Ich habe da jetzt beim Durchlaufen nichts gesehen. Also ein bisschen auffällig sind sie ja doch. Halt mal aus dem Weg hier, Kerle. Mensch. Ja, da ist es. Sehr schön. Gut, das ist interessant. Allerdings nicht wirklich hilfreich. Jetzt bin ich ja komplett falsch gelaufen. Ich muss den ganzen Weg nochmal zurück. Ich denke, ich werde da mal den Turbo einschalten. Jo, das schaut doch gut aus, oder? Dann versuchen wir es mal hier von dieser Seite. Auf sie mit Gebrüll! Ach, das ist hier dieser Typ aus der Stadt. Können wir den noch retten vielleicht? Ist er überhaupt sterblich? Ja, ich habe ein paar coole Runen in meinen Waffen drin. Macht zufällig Blitzschaden, Feuerschaden, Eisschaden. Also halt quer verteilt hier. Auf unterschiedliche Menschen. Done and done. Bad news, Herald. Your efforts to drive off the Red Templars have not gone unnoticed. Imshael knows we're here. He sent Red Templars after me, and a pack of Shades descends now upon Sarnia. The people are defenseless. I must return without delay. It's up to you to destroy Imshael. Jo, finde ich gut. Mach dich zurück in die Stadt. Los. Der Imshael. Das hört sich definitiv wie so ein Gegner aus Diablo 3 an. Wir müssen jetzt hier erstmal hochkämpfen. Hey, er hat mir jetzt den weggenommen. Oh, Blizzard, merkt das. Ist jetzt nicht ganz so spektakulär wie in Dragon Age Origins, finde ich. Na gut, solange es den Zweck erfüllt. Ja, hier. Oh, Kettenblitz. Das ist irgendwie so eine Mastercrafting-Irgendwas-Rune. So cool. So. Das schaut auch schon so richtig. So, if I were to convert to the Qun, what place would I have in your society? Ben Hathrath, perhaps, if you prove yourself. And if I don't? Oh, laborer, probably. Laborer. Strong back, legs, and laborers are important. You can't have the Tamasrans doing the heavy lifting. Right. I'll pass. Really? You don't want to see our pamphlet? Digging holes and filling them up again? Okay, seid ihr jetzt endlich mal still? Suladin keep documents. Do we know anything about that Imshael fella? Where did he come from? Why are we to defer to him? He's not from the Order, so far as I know, and there's something about him that makes me uneasy. Hayden. Ja, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen für uns, oder? Da kann er ja doch nur ein freundlicher Gesell sein. Der Herr Imshael. Ist hier noch irgendwo so ein Zelt? Da ist noch was zum Lesen.
excerpt from the Journal of a Red Templar. Writing has become difficult. There is a sharp pain in my hands when I move them, like shards of glass in my knuckles. When I look in the mirror, I don't recognize myself. I remember when Lieutenant Erasmus got this way. He looked like a living corpse, his complexion a facsimile of the blush of life. Instead of blood, it was pulsing red lyrium. It killed him and kept him alive at the same time. I don't want this anymore. It gave me power, but it goes against everything I was taught. Sometimes I am swept along with the fervor, but in quiet, I remember what I was and what I believed. Some say Imshael can cure us. He can pull the red lyrium from our bodies if we ask him. But there's a price. No price would be too high. I just want to be myself again. Ja, dieses rote Lyriumszeugs, diese Verwandlung, die sie da mitmachen, das ist scheinbar nicht ohne. Nicht angenehm. Also, ja, dann entsprechend unangenehm. Schmerzhaft, eklig, widerlich, man vergisst sich selbst. Alter Schwede, da geht halt voll ins Nichts. So. Was ist laut mit diesem Sturm hier? So, der hat aber gesessen. Ja, ich habe einen Blitzmagier ohne einen Blitzmagier zusammen. Voll geil, oder? So, hier ist noch was, das lese ich noch schnell. Test Notes. We must carefully control exposure to red lyrium. The last one entered a savage frenzy from the lyrium. We had to put it down. Once the red lyrium takes hold, their strength increases, as we expected, but it makes them even more difficult to leash. Until we obtain the creatures in large enough numbers to test different techniques, we will never achieve a reliable method of corruption and control. I may have to recommend setting aside the entire experiment. Surely the behemoth serves our purposes. Ach ja, die experimentieren an Tieren. Das ist, ach, einfach widerlich. Oder nein, das war ein Riese. Oh, sind die Behemoths so mutierte Riesen? Irr. Na gut. Ach, ja gut, das nehme ich jetzt auch noch mit. Lass dich lesen. Lovely. Jetzt. The giant brought from the Emerald Graves last week died this morning. It had received a small injury to the abdomen that eventually killed it. We have only one surviving giant. Fortunately, the first changes have been promising. I am hopeful. It must be difficult to capture the creatures without violence, but there is too much at risk in beating them into submission. Breeding them might be feasible. Unfortunately, no one has spotted a female of the species. Ja, gefangen nehmen ist schwierig und ja, ohne wirklich eine Frau kannst du sie auch nicht züchten. Na gut, ich höre jetzt hier auf. Beim nächsten Mal gehen wir einfach weiter und dann vielleicht treffen wir auch auf diesen Imshael. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao!